Seht mal, Freunde, ein roter Komet. Wofür steht roter Komet? Natürlich für einen Zeitkomet. Und rate mal, welche Mission wir mit diesem Zeitkomet durchlaufen können. Natürlich die Rache des Begoman-Stammes. Ja. Worauf ich mich sehr freue. So, Zeitangriff der Begoman-Stamm. Und jetzt müssen wir alles durchlaufen. Alles nochmal, diesen ganzen langen Weg. Und das innerhalb von einer bestimmten Zeit. Aber wie schon gesagt, Zeitprobleme hat man hier eigentlich nie. Bis auf bei dieser Mülldeponie. Und wir haben 6 Minuten, meine Güte. Und ich sehe gerade, wir müssen auf die andere Seite. Obwohl, Mensch, wie blöd bin ich denn? Okay. Dann komm du her. So. Okay, meine Güte. Nein. 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 Ja. Nein. Ja. Geht doch. Okay, so, wo ist der andere? Help. Hey, wir sind beide rot. Wie geht's? So. Ich hätten wir. So. Ein Glück steht die Zeit immer still, wenn man mit denen redet. Danke, ihr seid eine kurze Verhandlung. Let's rasen. Oh Mann. So. Eigentlich sind nur die Gegner so nervig. Das sind so einen richtigen Mobber. Ich meine, die tun einem meistens nicht weh. Sondern steuern einen bloß hin und her. Warum kann ich den Sternteil nicht mehr... Geh doch mal weg hier. Geh doch. Ich habe keinen Zeitdruck. Nein, nein. Was ist bitte schön Zeitdruck? Ich kenne sowas doch gar nicht. Oh Mann. Läuft heute einfach nicht. So. Okay, meine Güte, leckt mich. Ja, wie gesagt, so einen richtigen Mobbergegner. So niemand, einfach nur, den man einfach nur ins Gesicht klatschen will. Und die Roten kann man nicht mal besiegen. Das ist eine Schande. So, ich hätte eigentlich noch durchgekonnt, aber meine Güte. Die Grünen kann man auch nicht besiegen, man kann eigentlich nur die Gelben besiegen. Und natürlich den Boss. Was ich sehr interessant finde. Dass man die kleinen Dinge nicht töten kann. Okay, was soll's. Ist ja nicht mein Problem. Ja, diesmal habe ich alle Sternteile eingesammelt. Wie wunderbar! Jetzt können wir hier einfach wieder durchforschen. So, so. Ja, entschuldigt Leute, wenn ich nicht so viel reden sollte. Es ist ein bisschen problematisch, dieser Stern. Ich meine, man hat Zeitdruck, obwohl man eigentlich keinen hat, aber man macht sich diesen Druck selber. Autsch. Vor allem, weil ich am Anfang so jämmerlich versagt habe. Und ich rutsche hier gerade von Knüppel ab. Meine Güte. So. Aber hey Leute, wir sind schon da beim Boss. Und wir haben 3 Minuten oder mehr. Wir können uns jetzt richtig schön saftig cremig Zeit lassen. So. Naja. Und da bist du auch schon wieder. Mensch, du kannst deine Mission nicht... du kannst deine Mission nicht lernen. Ja. Du kannst deine Lektion nicht lernen. Meine Güte. Boah, ich will euch da drin sehen. Nicht ihr mich. Ich stehe auch die ganze Zeit unpraktisch. Ach komm, dann nehme ich halt nur dich. Au. Danke. Und nochmals. Boah, bitte. Ha. Hey! Geht doch! Ha! Es ist geschafft, Freunde! Der Stern ist bewältigt! So, das heißt, wir können ihn uns nehmen und sagen Adieu, Galaxie! Ich werde dich nie wiedersehen, aber leider werden wir sie wiedersehen. Ja. Leider, leider, leider. Aber naja, was soll man da machen?
Zeitangriff der Begemann-Stamm. 97 Sterne, eine schöne Zahl. Da wurde ich geboren. 1997. Juhu. So. Ja. So, hier hätten wir alles. Das heißt, wir können... Ja, komm, wir machen einfach weit die Galaxie. Sie beträgt nur einen Stern. Die mysteriöse Kreisgalaxie. Also, ich finde, man hätte sich für diese Galaxie einen epischeren Namen ausdenken können, weil die ist eigentlich ziemlich nice. Ich mag sie. Der Weg durch den Superraum. Ja, wir sind super und gehen durch den Superraum. Ja, yeah. Super. Ach man, der war nicht schlecht. Oder auch gut, man weiß es nicht. Und natürlich hat man hier so ein Schrägbild, was ich auch sehr interessant finde. So, und hier bewegen sich die Bodenplatten überall hin und her. Und ich fall durch, geil. Obwohl ich noch auf dem Boden gelandet bin, meine Güte, das hat man auch gesehen. Bitte sagt mir, dass ihr das gesehen habt. So, naja. Was kommt davon, wenn man zu schnell durchwascht? Jetzt funktioniert hier gar nichts, so wie man es will. So, jetzt warte ich hier einfach mal. So, und es funktioniert alles. So. So, jetzt kommt das Interessante, möchte ich schon fast sagen. Das Seltsame, das Ominöse. Jetzt muss man hier kurz warten. So. Oh. Das wollte ich jetzt nicht. Ah, jetzt geht's wieder zurück. Moment mal. Meine Güte, man kann so sauber abkürzen. Oh Mann. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Sowas kann ich auch nicht. Und jetzt haben wir wieder unseren alten Freund. Juhu, hallo, wie geht's dir so? Nicht. So, und jetzt bewegt sich hier noch alles. Das heißt, wir sind unter Druck. Wir stehen unter Druck. Ich finde dieses Geräusch so interessant. Boing, 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 boing. Dieses Geräusch. Okay. So, bisher läuft noch alles nach Plan. Soweit. Wir hören etwas knarren. Und das nennt sich Schaukel. Braucht man die Schaukel eigentlich? Ich glaube nicht. Oh Mann. Wirklich interessant, diese Galaxie. Uhu, ich kann zielen. Wunderbar. Naja, okay. Oh Mann. So, und wieder hier durch. Und da oben haben wir... Was war's? Ach so, ja, stimmt ja nochmal für Sternteile hier. Eine Runde Sternteile abgreifen. Nein, 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 nein. Oh, meine Güte. Warum verschieße ich immer Sternteile? 77, meine Güte, das ist eine Schnappzahl. Wie eh und je. So, jetzt muss man hier doch noch... Genau. Okay, ich hätte einfach auch hochjumpen können, aber meine Güte. Dafür wäre ich genau in die Röhre reingezählt. Reingeschossen. Reingeworfen? Meine Güte, keine Ahnung. Kann man hier eigentlich auf Wand springen? Ja, kann man. Moment, jetzt habe ich aber was gesehen. Ach, Jemini. Wie soll man denn da rankommen? Ach du Heiliger. Ich habe eine Befürchtung, und zwar mit dem Dreifachsprung, aber das mache ich jetzt hier nicht. Ach ja, stimmt, jetzt muss man hier irgendwie den richtigen Weg finden. Aber rein theoretisch muss man nur geradeaus. Und ich würde die Sternteile nicht sofort einsammeln, weil sie einen zeigen, wo Boden ist. Dann weiß man ungefähr schon, wo man hinspringen kann. Ja, deswegen einfach mal da lassen. Aber hier weiß ich, da kann man es wegmachen. Wow, wäre fast weit gelaufen, aber... Naja, es hat sich ja doch noch gerechnet. So, jetzt mal, ich habe keinen Bock hier. Ich will die Sternteile, ich kann nicht warten. Macht nicht denselben Fehler wie ich, Leute. Macht nicht denselben. Es geht dort weiter. Damit hätte ich jetzt am wenigsten gerechnet. Und ja, es geht nochmal weiter nach links. Aus irgendeinem Grund. Oder auch nicht. Doch. Okay.
Super! Da vorne ist auch schon der Stern. Meine Güte, wie toll! Okay. Alles super gelaufen. Alles wunderschön. Alles pompaminös. So. Was auch mal pompaminös sein soll, aber ich sag das jetzt einfach so, weil ich es einfach mal kann. So, 98 Sterne. Ich glaube, für den 99. Stern ist auch noch Platz. 105 Sternteile, meine Güte. Wenn das mal nichts ist. Wenn das mal keine Zahl ist. So, hier ist ja nichts weiter. Alles gemacht, ja. So, dann kommst du noch du ins Spiel. Meine Güte, wir haben das Spiel bald durch. Wenn das so weitergeht. Das ist gruselig. Das ist gruselig, Freunde. Und auch nicht. Eigentlich ganz schön, aber auch irgendwie nicht schön. Feuereruption. Überwinde den Feuerkessel. Ja. Das ist auch eine meiner Lieblingsgalaxien. Ja, einfach weil es so geil ist irgendwie. Und auch vor allem ziemlich cool gemacht. Von den Special Effects und so. Ja, was ich mit Special Effects meine, das werdet ihr noch sehen. So, Sternteile. Meine Güte, man kann auch von euch nie genug haben. Hier kann mir die Gegner schon, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, das sind Gegner. Ja. Gegner Mario, Mario Gegner. So. So, ich brauche euch alle nicht. Euch brauche ich hier. Dass die auch Lava überleben, die Sternteile, finde ich sehr interessant. Ja, die können halt alles. Hier gibt es auch nochmal einen sehr interessanten Kometen von, wo ich finde, dass sie den schwierigsten ausgesucht haben, die schwierigste Möglichkeit. Okay, meine Güte. Es ist, glaube ich, sogar einer der schwierigsten Sterne in diesem Spiel. Weil man sich so unglaublich konzentrieren muss. So, jetzt runter. Und nicht sofort losschampfen, weil da kommen noch hier so eine Fontäne raus, beziehungsweise zwei Fontänen. Einfach weil sie es können. Gab's links was? Münzen. Wunderbar. Okay. Dann könnte man sich hier noch runterfallen lassen, mache ich aber nicht. Aber hier lasse ich mich runterfallen. Und das ist einer dieser geilen Special Effects. So, was gleich kommt. So, und los, und jetzt. Wuhu. Boah, 100 Sternteile. Das heißt, ich kann schon die geheime Mission machen. Nein, du hast sogar keine Sternteile. Ich will Sternteile essen, du hast sie. Los, gib mir Sternteile, sonst platze ich nicht. So, 80 willst du haben. Ja, das ist ganz schön viel. Deswegen ist es umso besser, als wir 100 haben. Das heißt, 20 bleiben übrig, und das war eben ziemlich geil gemacht. Finde ich. Aber es kommt noch geiler, finde ich. Verwandlung! Verwandlung! Verwandling! Und du fliegst irgendwo. Und irgendwie erinnert mich dieser Planet an einen Augapfel. Ich weiß nicht warum. Es ist einfach so. Nehmt es hin. Darf ich? Danke. Vor allem jetzt. Jetzt sieht's so aus. Naja, auf jeden Fall, eigentlich ist der Planet hier ganz einfach, wenn man sich konzentrieren kann. Ihr seht schon, man muss, aua, Silbersterne sammeln. Und natürlich, die Gegner kann man nicht besiegen. Und wenn ja, dann sagt mir bitte wie. Weil ich habe keine Ahnung, weil meines Erachtens kann man die einfach nicht besiegen. Weil die einfach zu derbe sind und ich gleich tot bin. So, hier kann ich mir etwas holen, wie ihr schon seht. Ja. Ja, danke. Danke, danke. Und wieder volle Overpowerung. Ja, Sternteile brauche ich jetzt nicht. Hallo. 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 So, da ist ja noch ein Stab. Mensch, was macht denn der Stab hier? So, wie viele haben wir jetzt? 4. Ach du Scheiße, was ist denn der letzte? Nein, nicht schon wieder ihr. Nicht schon wieder ihr.
werfe, aber will euch nicht, danke. So, wohin? Ah, hallo. So, damit hätten wir alle 5. Und wo war der jetzt? Achso. Bei der Weggabelung. Wenn ich wüsste, wo die Weggabelung war. War die hier? Nein. Ah, haha, ouch. Nein, nicht ouch. Noch nicht ouch, aber ich wollte mich schon vorbereiten. Muhaha, ich habe es geschafft, Freunde. Und damit verabschiede ich mich von diesem Part. Ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Ihr könnt euch noch den Score ansehen, ich verabschiede mich jetzt schon einfach mal.